Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich freue mich, dass wir so zahlreichen Besuch haben. Herzlich willkommen beim Presse-, Medien- und Partnerfrühstück anlässlich des zweiten Junge Wirtschaft Startup Runs, der am Mittwoch, den 5. Juni, hier in unmittelbarer Umgebung stattfinden wird. Wir haben heute 6 Personen, eine Dame, 5 Herren auf dem Podium, die Ihnen etwas einerseits über den Lauf im Allgemeinen und andererseits über die Beweggründe dafür, dass die Unternehmen, die von den Herrschaften repräsentiert werden, hinter diesem Lauf stehen, erzählen werden. Ich darf Ihnen die Herrschaften kurz vorstellen, auch wenn es da vorne schöne Schilder gibt, aber ich weiß ja nicht, wer von Ihnen beim Augenarzt war und jetzt wirklich lesen kann, was da steht. Ich darf mit der Dame beginnen, mit der Frau Magister Renate Resch, die Leiterin des Kooperationsmanagements der Wiener Städtischen. Ihr zur Seite der Magister Martin Rösler vom Science Park Graz. Dann zu Ihrer Linken der Herr Dr. Oliver Köpfel, das frisch gebacken, das klingt so, aber das neue Vorstandsmitglied der Steiermärkischen. Und rechts vom Dr. Köpfel der Magister Christoph Kovacic von der Wirtschaft Graz. Entschuldigung. Und die beiden Herren in der Mitte sind die, die dafür verantwortlich sind, dass der Lauf überhaupt stattfindet. Das eine ist der René Gradwolf, der Founder Dauler. Und das andere ist der Christian Stolz, der Founder von Marco Stolz. Schönen guten Morgen. Herr Magister Kovacic, wenn ich mit Ihnen beginnen darf, Sie sind Vertreter des Hauptpartners. Ich glaube, vielleicht sollten wir Partner sagen als Sponsor, weil Sponsoring hat immer was damit zu tun, ich gebe was her und kriege nichts zurück. In diesem Fall würde ich das sagen, es ist ja doch eine Partnerschaft. Die junge Wirtschaft ist schon zum zweiten Mal Partner des Runs. Startups sind österreichweit sehr populär, sind immer mehr im Kommen. Die Steiermark hat da überhaupt eine Vorreiterrolle. Erst kürzlich gab es eine große Geschichte, dass in steirische Startups die zweitmeiste Investitionssumme österreichweit überhaupt fließt. Wo ist der Hintergrund, dass sich die junge Wirtschaft für eine derartige Veranstaltung so engagiert? Ja, danke für die Frage. Also es ist so, es ist zum zweiten Mal. Man könnte auch sagen, wir sind seit dem Start dabei. Das heißt, die junge Wirtschaft sieht sich ja als Netzwerker und dementsprechend wichtig ist es auch für uns, dass wir auch mit Wirtschaft bewegt und dass wir uns miteinander finden, eben nicht bei Veranstaltungen, wo man sich gegenseitig austauscht, im Sinne beim Glas Wein oder so, sondern es ist auch wichtig, dass sich die Wirtschaft und die jungen Unternehmerinnen austauschen, wenn sie sich gemeinsam sportlich betätigen. Deswegen hat man ja auch 2018 die Idee gehabt, das als Teamveranstaltung zu platzieren, wo man auch gleichzeitig einen Pitch machen kann, sprich man kann seine Idee dort auch während des Laufs pitchen, man kann dann einen Preis gewinnen. Dieses Gesamtkonzept hat uns einfach überzeugt, weil Läufe gibt es viele, aber wir wollten uns gemeinsam mit unseren Partner und Partnerinnen damit herausheben, dass Graz auch hier wieder einen Maßstab setzt, nämlich einen innovativen Lauf, und der spricht natürlich für die Startup-Szene in Graz. Und Sie sprechen es richtig an, wir sind momentan auf Platz 2 in der Österreich-Wertung, was es anbelangt mit Investitionen und so weiter. Auch das ist uns wichtig, dass man einfach die Startup-Szene immer wieder ins Rampenlicht rückt, und es gibt fast nichts Besseres, als einen Startup-Run zu machen, wo man auch einfach auch eine Fülle an Jungunternehmerinnen anspricht. Welche Veranstaltungen gibt es sonst allgemein in der Steiermark, wo Sie die Startup-Szene von Ihrer Organisation aus unterstützen können? Also eine der wesentlichsten Veranstaltungen ist die Lange Nacht der jungen Wirtschaft, die ja schon seit Ewigkeiten, wenn ich das so sagen darf, stattfindet. Dort treffen Sie bis zu 2000 Leute eben bei der Langen Nacht, und dort kann man sich auch austauschen, netzwerken, gemeinsam einfach einen Abend verbringen, und das ist auch für uns der Schlüssel zum Erfolg. Im Prinzip, wenn man sich anschaut, Graz ist relativ groß, aber dann auch wieder nicht so groß, dass man es in der Startup-Szene nicht doch sehr rasch vernetzen kann. Und da ist es uns wichtig, dass man da gemeinsam einfach auch ein wenig am Rädchen dreht. Was auch wichtig ist,
Deswegen freut es mich auch, dass der Herr Martin Mössler dabei ist. Solche Organisationen wie der Science Park Graz, das sind Leuchtturmprojekte. Das gibt es in ganz Österreich nicht so oft und eigentlich gar nicht, wenn man es genau nimmt, wenn ich das so sagen darf. Und das ist auch wichtig, dass wir Startups nicht dann in andere Bundesländer, speziell Wien, verlieren, sondern dass wir hier befruchtend agieren können und dass die auch da bleiben und damit wieder Arbeitsplätze schaffen. Dementsprechend ist es ja auch enorm wichtig. Es freut mich auch, dass die Steiermärkische heute dabei ist als langjähriger Partner. Es muss ja auch die Szene da, soll ja nicht nur Ideen haben und Innovationen setzen, sondern die muss ja auch irgendwo finanziert werden und das gelingt ja, wenn die Bankenlandschaft optimal funktioniert und da ist es auch wichtig, dass wir da in der Steiermark infrastrukturtechnisch optimal aufgestellt sind. Danke. Der Ball ist eh schon zum Dr. Kröpfel gespielt worden. Wir haben vorher ein bisschen miteinander gesprochen. Ich glaube, verstanden zu haben, dass sich die Steiermärkische ja nicht nur als Investitionspartner für Gründerunternehmen sieht. So ist es. Guten Morgen nochmal, danke, dass ich dabei sein darf. Für uns gibt es im Bereich der Grundunterstützung zwei Themenstellungen. Das eine ist die Frage der Finanzierung von Gründern. Das ist natürlich ein zentrales Thema, was von uns als Bank erwartet wird, dass wir, wenn es darum geht, wie man Eigenkapital und Fremdkapital aufstellen und mischen kann, um Unternehmen zu gründen, dass wir dann vorderster Front dabei sein wollen. Und wir haben in den letzten rund 18 Jahren fast 100 Millionen Euro auch in die Finanzierung von Gründern investiert, als Fremdkapitalgeber. Aber aus meiner Sicht fast noch wichtiger ist die Tatsache, dass unsere zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, federführend die Dagmar Eigner Steng, sehr viel Zeit investieren in die Beratung von Damen und Herren, die einfach mit den Themen der Unternehmensgründung sich beschäftigen. Und da gehört auch dazu, das sage ich ganz offen, dass man, so wie es Elke Ohr mal gesagt hat, hin und wieder auch eine Inconvenient Truth ausspricht. Nämlich insofern, dass man einfach, wenn man gut berät, auch gemeinsam mit den potenziellen Unternehmerinnen und Unternehmern darauf schauen muss, welche Rahmenbedingungen sind notwendig, um mit einer Gründung auch wirklich erfolgreich sein zu können. Natürlich muss dann der oder die Gründungslustige die finale Entscheidung treffen, oder versuchen wir einfach ein ehrlicher Partner zu sein. Wir schauen weder auf die Uhr noch aufs Geldbörsel bei dieser Beratung, sondern investieren da, glaube ich, sehr leidenschaftlich unser Know-how und freuen uns extrem, wenn es dann natürlich dorthin kommt, dass wir nicht nur beraten dürfen, sondern dann auch den Schritt in die Finanzierung machen dürfen. Und ich bin dankbar, dass Organisationen wie die Junge Wirtschaft da dann auch immer wieder neue Formate entwickeln, wie man einfach das Thema Gründen, das Thema Unternehmensgründung beleben kann. Wir leben in einem Land in Österreich, wenn man es vergleicht, auch mit anderen Märkten, wo wir als Sparkasse tätig sind, wo es leider wenigere Personen gibt, die über das Thema Gründen nachdenken, als vielleicht in anderen Ländern. Und deswegen ist es ein ewiges Thema für die Politik, für die Wirtschaft und für alle, die das ernst nehmen, Bewusstseinsbildung zu betreiben. Und ich glaube, dass dieser Run einfach wieder mal, der heute zum zweiten Mal stattfindet, aber wieder etwas ist, wo man den einen oder die andere ansprechen kann, die man sonst nicht erwischt. Und deswegen sind wir da jetzt nicht gern dabei. Sie haben mir vorher auch gesagt, dass es ab und zu so eine Gegenüberstellung oder ein Gegeneinander-Ausspielen zwischen der klassischen Finanzierung und dem Crowdfunding gibt, oder dass Sie den Eindruck haben, dass das aber Ihrer Meinung nach nicht der richtige Weg ist. So ist es. Also es wird ein Thema, das immer wieder kommt, also quasi zerstört das Thema Crowdfunding die klassischen Banken. Also ich möchte das quantitativ und qualitativ kurz ansprechen. Quantitativ momentan mal definitiv nicht. Crowdfunding wächst sehr stark, Gott sei Dank. Aber immer noch ist es so, dass die klassische Bankenfinanzierung also mit einem gigantischen Löwenanteil zur Verfügung stellt. Das ist die eine Sache. Aber ich als Vorstand einer Sparkasse bin sehr froh, wenn es diese Entwicklung im Bereich des Crowdfunding gibt. Weil es kann keine Fremdfinanzierung geben, ohne dass Eigenmittel da sind. Das ist etwas, was zwar immer wieder enttäuscht, wenn man das in Beratungsgesprächen auch auf den Punkt bringen muss, aber es ist so. Und Crowdfunding ist einfach eine tolle Möglichkeit für junge Unternehmerinnen und Unternehmer, auch Eigenmittel, Eigenkapital zu organisieren. Und deswegen fördern wir das also auch Sparkasse, dass es diese Weiterentwicklung gibt und fürchten uns nicht davor und sehen uns da nicht in irgendeiner Konkurrenzsituation oder geschweige denn einer Feindschaft, die manchmal ein bisschen herbeigeredet wird, auch in Diskussionen. Danke, Oliver Kröpfel. Danke. Übergang zur Frau Magister Resch. Die Wiener Städtische und die Steiermärkische sind ja nicht ganz weit voneinander entfernt. Da gibt es ja jede Menge Verflechtungen. Warum sind Sie, wenn, sag's einmal ein bisschen provokant, wenn die Steiermärkische eh schon dabei ist, warum ist die Wiener Städtische auch als Partner schon zum zweiten Mal beim Startup-Rang vertreten?
Ja, also guten Morgen nochmal. Ich freue mich auch, dass ich da dabei sein kann und darf von der ersten Stunde an. Ja, ich sehe es eigentlich als wunderbare Ergänzung, würde ich sagen. Also unsere Kooperation geht ja schon viele, viele Jahre und auch noch viele Jahre in die Zukunft mit dem verlässlichen Bankpartner unserer steiermärkischen Sparkasse oder der Erste Sparkassengruppe. Ja, in der Hitze des Gefechts, wenn gegründet wird, wird ja oft vielleicht vergessen, dass man bestimmte Sachvermögenswerte, aber das Allerwichtigste, seine Gesundheit vielleicht absichern sollte. Und viele beschäftigen sich natürlich damit, wie kann ich jetzt meine Idee finanzieren und vergessen dabei ganz darauf vielleicht hier wirklich auch sich selbst und bestimmte Risiken abzusichern. Und wir sehen uns hier als schöne Ergänzung, dass wir im Beratungsgespräch, das wir auch gemeinsam oft machen, gemeinsam, wenn der Gründer in der Steiermärkischen ist, im Gründercenter oder wenn er zuerst zu uns kommt, eine Risikoanalyse durchführen und dann einfach anschauen, was ist möglich, was ist sinnvoll, was ist auch leistbar, weil natürlich ist das Geld immer ein Thema und knapp, wenn man gerade gründet und was ist wirklich sinnvoll, sich hier abzusichern. Also wir sehen uns als sinnvolle Ergänzung in der Risikoanalyse und auch, glaube ich, einem Bankpartner muss es wichtig sein, dass die Kunden, die finanzieren, auch gut versichert sind bei uns, also gut abgesichert sind. Es ist ein Lauf wie dieser, häufig gibt es sehr, sehr viele, wie wir alle wissen, aber ein Lauf wie dieser ist durchaus einzigartig. Es ist aber nicht die einzige Veranstaltung, die für Startups und für Gründer gemacht wird. Warum ist die Wiener Städtische gerade bei den sportlichen Events dabei? Ja, also generell ist für uns als führendes Versicherungsunternehmen das extrem wichtig, das Thema Gesundheit, Sport und Aktivität. Das heißt, wir sind im Bereich von Sponsoring von Läufen, ob es der Wien-Marathon ist, ob es der Graz-Marathon ist, ja, sehr gerne vertreten, weil das Gesundheit das Wichtigste ist und das auch uns am Herzen liegt. Und hier die Kombination, die wir hier vor Ort haben, dass wir quasi die Situation haben, die Gründer hier zu unterstützen bei einem Lauf, die Idee zu unterstützen, die wirklich sensationell ist. Das ist unser besonderes Anliegen und das fördern wir sehr gerne. Vielen Dank. Dankeschön. Herr Magister Mössler, Science Park Graz, ist bereits angesprochen worden, österreichweit einzigartig, zumindest in dieser Art und Weise einzigartig. Vielleicht können wir mal kurz drüber reden, die Gründerszene in Graz. Wie unterscheidet sich die zur Gründerszene in der Steiermark? Unterscheidet sie sich? Und dann, wie unterscheidet sie sich gegenüber den anderen österreichischen Landeshauptstädten? Darf ich fragen? Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Die Briten haben ein Sprichwort, das besagt: You need to walk before you run. Und die steirische Startup-Szene im Allgemeinen und die Grazer Szene im Speziellen hat das Gehen wirklich konsequent gelernt und kann jetzt nicht nur symbolisch bei unserem Run laufen, sondern auch tatsächlich innerhalb der österreichischen, aber auch europäischen Gründerlandschaft können wir uns wirklich sehen lassen. Was unterscheidet die steirische Szene von der Grazer Szene an und für sich haben wir ganz, ganz starke Dynamiken auch in Leoben. Ich würde ein wenig davon Abstand nehmen. Auch wir haben sehr viele Gründerinnen aus Wien, die in die Steiermark kommen, einfach weil die Dynamik hier so kraftvoll ist. Wir haben gerade Gründer aus Japan und Indien zu uns geholt. Also ich würde es größer denken wollen. Ich sehe es als eine gesamtösterreichische bzw. eine auch überregionale, vor allem in Richtung Südosteuropa arbeitende Aktivität. Und der Science Park sieht sich, danke Christoph, sieht sich tatsächlich gemeinsam mit seinen Partnern, die junge Wirtschaft von dir großartig gemanagt und auch unsere Partnerschaft großartig gemanagt, wofür ich mich bedanke, ist ein integraler Bestandteil davon und im Übrigen auch die Steiermärkische. Das ist jetzt keine Dankes, sondern da kommen jetzt Inhalte auch noch mit, weil ich kann Ihnen. Vor ein paar Monaten war ein Mitbewerber von Ihnen bei mir. Ich habe den Termin noch abgestimmt. Es gibt einen, das muss man noch offenlegen, es gibt eine seit fast zwei Jahrzehnten dauernde Partnerschaft zwischen Science Park Graz und der Steiermärkischen. Ich habe das noch mit Dagmar Eigner-Steng vorher abgesprochen. Ich werde diesen Termin machen, wenn das für euch in Ordnung ist. Und habe dann dem Kollegen von einer sehr großen Institution im Übrigen kommend
erklären müssen, dass er sozusagen 17, 18 Jahre halt zu spät ist, ne? Weil zu einem Zeitpunkt, als das Wort Startup noch nicht mal bekannt war, hat die Steiermärkische unter dir, Dagmar, das Gründerservice aufgebaut und ist damit im Übrigen ähnlich wie der Science Park, nur halt in einer ganz anderen wirtschaftlichen Dimension in einem Alleinstellungsmerkmal sich befindlich. Was noch zu sagen ist über die Startup-Szene und die sozusagen im Zuge dieses Runs hoffentlich erzeugte Dynamik ist, dass es effektiv proportional zu unserer Größe sicher die stärkste Szene ist. Entschuldigung, proportional zu welcher Größe? Zu unserer Größe in Graz und der Steiermark. Wenn Sie das vergleichen, wenn Sie das in Relation setzen zu Ballungsräumen wie Wien etwa, sind wir wirklich, wirklich stark. Und gerade mit diesem Hintergrund bin ich sehr, sehr stolz, dass der Science Park in den letzten drei Jahren mit seinen Partnern gemeinsam einen Entwicklungspfad beschritten hat, der uns eben zum größten Inkubator Österreichs gemacht hat. Das ist nicht proportional, sondern in totalen Zahlen. Ja? Und das ist schon, das geht nicht alleine, sondern es geht nur mit exzellenten Partnern, mit einem exzellenten Ökosystem, für das ich mich an dieser Stelle auch bedanke. Sie haben angesprochen, das englische Sprichwort, you need to walk before you run. Gefällt mir sehr gut dafür. Wird aber nicht der einzige Grund sein, dass Sie sich an diesem Lauf als Partner beteiligen, oder? Nein, ich meine, wir haben alle es gibt ja eine ganze Menge an fast inflationären Runs, Business Runs etc., alle sind super. Ja. Wir haben, glaube ich, hier die Möglichkeit zu zeigen, dass wir kompetitiv, dass wir gleichzeitig kompetitiv und aber uns nicht auf die Füße tretend, man muss da in so einem Run ja sich halbwegs verhalten, sonst fällt man, wie das im Radsport heißt, durch wie ein Ziegelstein. Ne? Man sollte schauen, dass man Motivation zeigt und gleichzeitig in irgendeiner Form auch Team Spirit, und es geht hier mehr ums gemeinsam Laufen als ums alleine Gewinnen, glaube ich. Schöner Satz, gemeinsam Laufen statt allein Gewinnen. Ich bedanke mich immer bei den Vertreterinnen, bei den Vertretern der Partner. Ich möchte mich jetzt ein bisschen mit den beiden Herren unterhalten, die dafür verantwortlich sind, dass wir alle da, einer steht, die anderen sitzen, dass es überhaupt dazu gekommen ist, diesen Junge Wirtschaft Startup Run zu organisieren, dass die ins Leben gerufen wurde. Das sind eben einerseits der René Gradwohl und andererseits der Christian Stolz. Und ich werde die beiden Herren jetzt bitten, uns ein bisschen was über den Lauf zu erzählen. Ich habe mir da was rausgeschrieben, ich bin ja ein großer Fan von Wikipedia. Immer wenn ich was überhaupt nicht weiß, dann schaue ich rein. Und ich habe mal geschaut, wie definiert Wikipedia Startup. Startup ist eine Unternehmensgründung mit einer innovativen Geschäftsidee und hohem Wachstumspotenzial. Und oft haben die Startups das dabei mit einem jungen oder nicht existierenden Markt zu tun und müssen erst ein funktionierendes, skalierbares Geschäftsmodell finden. Haben Sie dieses gefunden und etabliert, gelten Sie allgemein nicht mehr als Startup. Mir gefällt das sehr gut für den Lauf im Allgemeinen. Es ist eine Unternehmensgründung mit einer innovativen Geschäftsidee und hohem Wachstumspotenzial. Vielleicht Christian Scholz, ein bisschen, wie hat es im Vorjahr begonnen, wie viele waren dabei, wie viele sind heuer dabei, wo möchte man hin und wo ist jetzt aber auch der sportliche Wert der Veranstaltung? Ja, fangen wir mit dem sportlichen Wert an. Guten Morgen noch einmal, darf alle begrüßen. Der sportliche Wert steht ein bisschen im Hintergrund. Wir haben uns gedacht, dass wir über den Sport einen Teamgeist lukrieren und zusammen mit den Startern nach dem Lauf noch mit einem Fest die Zusammengehörigkeit noch einmal forcieren. Die Idee vom René, eine Pitching Lane zu machen, hat uns dann dazu gebracht, dass wir dieses einmalige Format zusammen dann konzipiert haben. Im Vorjahr war es so, dass wir das erstmals veranstaltet haben in der Herbersteinstraße im ehemaligen Telekom Center. Ist gut angekommen, hat funktioniert. Wir hatten um die 150 Teilnehmer. Wir haben uns trotzdem jetzt in dem Jahr noch überlegt, was wir verbessern können, woran wir schrauben können.
Wir haben dann überlegt, uns doch die Aula, die ganze Infrastruktur der Aula zunutze zu machen und haben jetzt die Veranstaltung in den Bereich der Aula gelegt. Startnummernausgabe wird von Montag bis Mittwoch stattfinden in der Aula. Und das Fest selbst findet im Innenhof statt zwischen der GIPS und der Aula. Da gibt es eine sehr gute Partnerschaft. Und ich glaube, dass wir dann mit einer Erweiterung des ganzen Programms, wir haben jetzt ein Liveband, nach wie vor sehr gute kulinarische Einrichtungen und mit Streetfood und Drinks. Wir werden über die Aula, über die Tanja Kalbacher, sehr gut versorgt mit Getränken und Kleinigkeiten zu essen auch. Das ganze Gesamtpaket ist, glaube ich, jetzt ein bisschen besser noch wie im Vorjahr, weil die Entfernung zwischen Aula und dem Gelände doch so war, dass einige Starter dann sich doch überlegt haben, nicht mehr unbedingt im Fest zu sein. Ja. Kurz, wie viele Läufer, Läuferinnen werden dabei sein? Gibt es Teams, gibt es verschiedene Teams? Es gibt nach wie vor, wie im Vorjahr, Dreierteams, Herren, Damen und Mixed. Wir haben diesmal auch Einzelläufer. Wir hoffen, dass wir die Teilnehmerzahl erhöhen können. Vom Lauf her, von der Strecke, haben wir nur Kleinigkeiten abgeändert. Eben der Start findet auf der Schlossstraße statt und nicht mehr in der Herbersteinstraße. Wir haben zwei Schleifen zu je 2,2 Kilometer. Wir werden ähnliche Zeiten erwarten können. Und ja, ich glaube, dass das heuer, wenn wir ein bisschen Glück mit dem Wetter haben, wieder eine sehr gute Veranstaltung wird. Und wie wir wissen, du auch eingangs gesagt hast, der sportliche Wert steht ja durchaus im Hintergrund. Ja. Es ist ein Treffen der Startup-Szene, es ist eine innovative Idee, um die Startup-Szene zusammenzubringen und Netzwerken zu ermöglichen, nicht unbedingt im Nordenstreif, sondern im Laufschuh und durchaus ein bisschen schwitzend und ein bisschen abgekämpft. Aber es gibt auch am Rande, oder gar nicht am Rande, sondern mittendrin in dieser Veranstaltung, diesem Lauf, eine Initiative, die einzigartig ist. René Gradwohl, wir wissen, worum es geht, ist heute schon öfters angesprochen worden, aber vielleicht eine kurze oder auch ein bisschen ausführlichere Erklärung, was da mittendrin passiert im Lauf. Ja, vielen herzlichen Dank. Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Freut mich sehr, dass wir heute so zahlreich erschienen sind. Im Generellen, wir sind sehr, sehr froh, dass wir mit so tollen Partnern wieder den zweiten Startup Run in diesem Jahr durchführen können. Und der generelle Grundgedanke dahinter stand, eine Laufveranstaltung ist gut, aber es bedarf natürlich eines USPs. Ja? Das bedeutet, wir versuchen auf der einen Seite, versuchen wir die gesamte steirische, vorwiegend Grazer Startup-Szene zusammenzubringen, zu einem Event zusammenbringen. Also wir sehen uns weniger als Sportveranstaltung, mehr als Netzwerkveranstaltungen. Wir möchten den Startups, wir möchten den Gründer und Gründerinnen eine Bühne geben. Und aus diesem Grunde ist die Pitching Lane entstanden. Das kann man ähnlich sehen wie eine Pit Lane, eine Boxengasse bei der Formel 1 beispielsweise. Das bedeutet, wir schicken unsere Startups, die sich im Vorfeld bei uns bewerben können. Hierzu werden 8 ausgewählte Startups dann praktisch auserwählt. Die starten alle gleichzeitig wie mit den anderen Teilnehmern um 18.30 Uhr in der Schlossstraße. Dann dürfen sie einmal den Bogen um das Schloss Eckenberg setzen und dann werden sie zur sogenannten Pitching Lane praktisch auserkoren. Das bedeutet, sie laufen in eine Wartezone. In dieser Wartezone wird die Zeit gestoppt, damit es für den Hauptwettbewerb auch fair bleibt. Und dann wird dort vor Ort ein Team sein, der die einzelnen Startups in verschiedene Pitching-Boxes praktisch zuteilt. Das bedeutet, wir haben dieses Jahr wieder 3 Pitching-Boxes. Dort steht dann ein Mikrofon drinnen, dort steht dann eine Kamera drinnen und dann hat das jeweilige Startup 60 Sekunden Zeit,
Ihre Unternehmensidee zu präsentieren. Nach diesen 60 Sekunden laufen Sie dann weiter und nehmen ganz normal an der Laufveranstaltung wieder teil. Nach dem Startup Run an sich haben wir eine tolle Jury an unserer Seite, die dann gemeinsam das beste Startup wählen wird oder auserkoren wird. Und dann hat das Startup in dem Sinn nicht nur die Möglichkeit, auf der Hauptbühne zu pitchen, sondern hat auch besondere Preise. Und das ist genau der Punkt, den wir ansprechen. Somit geht nicht der Hauptpreis an den schnellsten Läufer oder an die schnellste Läuferin, sondern der Hauptpreis geht an den besten Pitch und an das beste Startup, das am besten performt hat. Und dazu bedarf es einer entsprechenden Bühne und diese Bühne möchten wir unseren Startups auch geben. Deswegen Pitch auf der Hauptbühne, tolle Partner wie 15 Seconds beispielsweise. Also wir haben da wirklich dementsprechend den Hauptpreis und geben Ihnen eine Bühne und möchten das auch dementsprechend medial auch aufbauen. Ich glaube, was Besseres hätten wir zum Schluss dieser offiziellen Gesprächsserie nicht hören können. Es ist ein USP, der wirklich bemerkenswert ist, weil er völlig aus der Haut geschlagen ist, dass jemand sein Unternehmen präsentiert, nachdem er, auch wenn es nur 2,4 oder 2,2 Kilometer waren, aber trotzdem in einem Outfit dort ist, in dem man sich wahrscheinlich nie mehr potenziellen Investoren darstellen wird und sein Unternehmen eben präsentieren wird. Also eine Idee, die wirklich sehr bemerkenswert ist. Danke dafür, danke für die Vorstellung derselben. Ich danke Ihnen allemal für Ihre Statements und ich lade Sie jetzt herzlich ein, Fragen zu stellen, falls es Fragen gibt. Ich kenne die Situation. Also, wenn Sie Fragen haben, bitte gerne jetzt. Wenn Sie keine Fragen haben... Das sind Hinweise, die noch. Es gibt zwischen so einem Run und dem Gründen gibt es eine wichtige Parallelität, noch eine weitere, und zwar bei einem Massenstart. Das ist auch kein Einzelsport, weder der Lauf noch das Gründen beim Massenstart gibt es manchmal auch Gerangel. Beim Gerangel fällt man manchmal hin. Und das Wichtige ist bei so einem Lauf, aber auch beim Gründen, dass wenn man einmal hinfällt, man nicht gleich liegen bleibt. Da trennt sich immer wieder die Spreu vom Weizen. Und das ist, glaube ich, etwas, was bei so einer Veranstaltung auch spürbar werden kann. Wobei bei 200, 250 Teilnehmern ist die Gefahr nicht so groß, aber genau, aber ich gebe Ihnen völlig recht. Manchmal steht einer am anderen Satz. Nein, genau, mit dem man gar nicht rechnet, vor allem in einer Situation, und darauf wollte ich hinaus, da kann eh nichts passieren, weil wenn 15.000 gleichzeitig weglaufen, da muss ich aufpassen, wenn unter Anführungszeichen nur 200 sind, passiert eh nichts, und gerade da, also die Botschaft, immer wachsam zu sein, auch wenn es eigentlich ganz gut ausschaut, ist, glaube ich, angekommen. Ich würde da auch gern noch kurz einfach. Absolut richtig. Und eigentlich, nicht eigentlich, sondern alle hier Anwesenden sind spezialisiert auf das Auffangen, bevor man fällt, beziehungsweise auf das im Zweifelsfall auch wieder aufhelfen. Die Steiermärkische, das kann ich wirklich aus eigener Erfahrung sagen, tut das in einer so hohen Qualität, dass man tendenziell gar nicht erst stolpert. Der Science Park ist auch primär dazu da, genau diesen Vorgang, diesen potenziellen Unfall zu vermeiden, aber wenn es passiert, auch noch immer den Startups zur Seite zu stehen, die junge Wirtschaft. Absolut auf großartige Weise ebenso, und ich habe vorher im Übrigen vergessen, dass ein ganz integraler Bestandteil des Grazer Ökosystems Jörg und René sind und die Aula. Ich entschuldige mich nochmals dafür. Es ist eine wirklich auch extrem schöne Partnerschaft, die symbolisch für den kooperativen und positiven freundschaftlichen Stil in Graz steht. Ja. Vielen Dank, sehen wir auch so. Danke. Vielen Dank. Ja, zwischen Unternehmensgründungen und Lauf im Allgemeinen gibt es meiner Meinung nach ohnehin etliches an Parallelen. Erstens einmal, wenn man ein bisschen eine längere Strecke laufen möchte, muss man sich mal vorbereiten. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, man geht hin und rennt dann, weil dann geht dann gleich die Luft aus. Dann ist es ja oft so, dass man zu laufen beginnt, und ich bin relativ viel gelaufen in meinem Leben, dass man zu laufen beginnt, und dann glaubt man, das geht ja gut, das geht super. Also kann ich jetzt schneller werden, obwohl ich eigentlich weiß, nicht eigentlich, um Sie zu zitieren, sondern obwohl ich weiß, ich habe nur diese Zeit oder ich kann den Kilometer derzeit rennen und jetzt geht es mir gut und jetzt renne ich schneller. Und dann holt einen aber oft der Hammer.
Und dann gibt es natürlich die Situation, dass man unterwegs ist und länger unterwegs ist und auf einmal geht man ein, man glaubt, es geht nicht mehr und man kämpft sich aber trotzdem durch und dann ist man zum Schluss trotzdem im Ziel und freut sich darüber, dass man sich durchgekämpft hat. Und ich glaube, diese Parallelen zwischen Lauf und Unternehmertum sind ja durchaus vorhanden und darum gefällt mir die Idee des Laufes natürlich ohnehin sehr, sehr gut. Bitte. Da gibt es eine Frage. Entschuldigung, Verzeihung. Ja, ich wollte mal fragen, wie erwartet das, wie geht es den Gewinnern des letzten Lands? Das kann ich für die Damenmannschaft beantworten. Die hat die junge Wirtschaft hat sensationellerweise beim das Damenteam hat gewonnen. Denen geht es sehr gut. Die sind bei mir im Landesvorstand vertreten. Die Frau Nina Habe hat unter anderem das Studium abgeschlossen und ist jetzt ein erfolgreiches Startup, weil sie sich ein bisschen in Richtung Architektur und mit neuen Designs beschäftigt. Und also die ist am Weg, das kann ich definitiv sagen. Auch ihre Kolleginnen. Für die Herren weiß ich es nicht. Für die Herren kann vielleicht der Herr Nieminger sagen. Ist er nicht mehr da? Okay, die hat auch gewonnen. Das ist eine junge Wirtschaft. Wenn es den Damen gut geht, wird es den Herren auch. Geht es den Herren gut? Dann kann ich doch die Antwort geben, dem Herrn Liebminger geht es gut, weil er ist der Geschäftsführer von der jungen Wirtschaft. Das heißt, er darf mit mir zusammenarbeiten. Dementsprechend hat er ein Privileg. Privileg, ja genau. Also die sind erfolgreich bei euch. Da gibt es keine Mitarbeiter. Frage geht um die Teilnehmerzahl. Also ich habe jetzt gelesen, 189 Teilnehmer gibt es schon. Wo ist da das Limit und wer kann sich da jetzt eigentlich alles bewerben? Also anmelden sind nicht nur Startups, Gründer und Gründerinnen eingeladen, sondern auch jeder Laufbegeisterte oder Laufbegeisterte sozusagen. Zurzeit liegen wir bei einer Anmeldung bei 189, wie Sie richtig gesagt haben, aber wir streben die 300 auf jeden Fall an. Und eine Frage zur Aula X. Jetzt kommt jemand zu Ihnen mit einer progressiven Geschäftsidee. Was bietet sozusagen Ihr Also der Aula X-Space an sich ist einer der größten Coworking-Spaces in Österreich und wir bieten generell nicht nur Infrastruktur an, sondern versuchen praktisch einen Mantel zu bauen. Also nur Infrastruktur ist zu wenig. Aus diesem Grunde bieten wir Ihnen Unterstützungsleistungen an. Ich würde sagen, Beraten steht uns nicht zu, dafür haben wir Experten praktisch auch da, zu denen wir sehr, sehr gute Kooperationen haben, sei es Science Park, sei es Wiener Städtische, Junge Wirtschaft, Steiermark oder Steiermärkische Sparkasse. Da ist jeder Experte in seinem Bereich und wir sehen uns als unsere Aufgabe an, Gründer zu vernetzen, dann entsprechende Dienstleistungen zukommen zu lassen, beziehungsweise da den Kontakt zur jeweiligen Person auch aufzubauen. Und wir führen da die Vorgespräche, schauen, was es an Bedarf gibt und dann bauen wir da entsprechende Netzwerkknoten. Also wir sehen uns als Netzwerkknotenpunkt sozusagen, um dann entsprechend unterstützen zu können. Also als Dienstleistung. Das schaue ich zur Sicherheit, weil ich bin ein bisschen flickmäßig eingeschränkt. Gut, wenn es jetzt keine Fragen mehr geben sollte, dann sollten wir weiter. Ja, also ich denke mal, Herr Mössler, Sie haben vorher den Science Park vorgestellt als eines der Leuchtturmprojekte in Österreich, wenn man so möchte. Das hat Christoph Kovacic gesagt, aber ja, danke. Aber Sie haben die Lorbeeren geerntet. Was unterscheidet Ihrer Meinung nach oder aus der Praxis heraus Gründer von Startups? Was fällt Ihnen zum Thema Wagniskapital ein? Die Unterscheidung zwischen, also grundsätzlich mal ist Gründen seit Jahrtausenden ein Unternehmen, welches mit Courage jeder Menge kreativen Geist und wirklich einem kraftvollen Spirit hinterlegt sein muss. Und wir sollten jetzt nicht ausschließlich Startups honorieren, Startup-Gründer honorieren, sondern auch Gründer im Allgemeinen. Das ist meine ganz klare Haltung. Die Definition, die Unterscheidungsdefinition ist ganz klar. Ein Startup ist definiert durch Hochtechnologie mit einer skalierbaren Achse und einem ganz klar internationalen Anspruch. Das ist die Definition von Startup. Alles, was da nicht reinfällt, ist eine klassische Gründung. Also Blue Market, Red Market. Richtig, ja. Zum Thema Wagniskapital ist zu sagen, dass also Geld kann genug da sein.
Gleichzeitig ist es nicht unser größtes Problem, weil Wagniskapital ist tendenziell relativ das beste Geld, ist jenes des Kunden. Das kostet am wenigsten. Das zweitbeste Geld ist im Idealfall mit einer Bank und einem Fördergeber kombiniertes sozusagen Startsystem, welches einem hilft, in Flughöhe zu kommen. Dann auch schon klar, ganz klar, der klassische Bankkredit und dann das Wagniskapital, weil sie extrem hoch dilutieren müssen, extrem hohe Equity-Anteile abgeben müssen im Bereich von Wagniskapital. Wenn Sie für eine kleine Seed-Finanzierungsrunde 15-20%, oft, das ist momentan Standard, Ihre Unternehmensanteile abgeben müssen und dann noch 2-3 Runden weiterfahren müssen, dann sind Sie als Gründer nur mehr Passagieren im eigenen Unternehmen. Das heißt, Wagniskapital ist wichtig, vor allem wenn man richtig in luftige Höhen fliegen möchte. Wenn man aber das zu früh zündet oder zum falschen Zeitpunkt orientiert zündet, dann ist es sehr, sehr teuer und tendenziell stellt es auch keine Garantie für einen Unternehmenserfolg dar. Grundsätzlich ist ganz gut Wagniskapital im österreichischen Markt vorhanden und natürlich könnte immer mehr sein. Ich teile das, die Sorge, dass wir zu wenig Geld hätten, nicht in dem Ausmaß, wie ich es oft höre. Und wie hoch ist das Risiko, dass ein Startup innerhalb der ersten 3 Jahre zugrunde geht? Das kommt auf den Inkubator an, in dem es inkubiert ist. Je besser der Inkubator, desto höher die Chance zu überleben. Aber allgemein natürlich muss man ehrlich gesagt sagen, dass je breiter und je internationaler orientiert die Technologie bzw. die Lösung ist und je mehr man will, desto höher ist natürlich auch das Risiko. Und wir müssen ein bisschen davon abgehen, die immer permanent auf die Überlebensrate der Startups zu schauen, sondern wir müssen auch ein bisschen perspektivisch hier mehr Risiko nehmen, weil das unterscheidet uns ganz essentiell. Nicht nur, dass am amerikanischen Markt mehr Wagniskapital unterwegs ist, sondern am amerikanischen Markt ist auch mehr Wagnis an sich unterwegs. Ja, das heißt, die Obsession, dass die Überlebensrate, meine Überlebensrate liegt bei 86%, dass die Überlebensrate maximal hoch sein muss, ist nicht immer dazu angetan, Googles und ähnliche Firmen zu entwickeln. Also das heißt, Unternehmer sind gut beraten zu uns. Ja, zu allen Partnern hier, aber natürlich freuen wir uns über Zuspruch und Bewerbungen. Ja. Zum Thema Wagniskapital, wenn ich da noch was einwerfen darf. Die steirische Politik in Form der steirischen Fördergesellschaft leistet da gute Arbeit. Das heißt, es gibt die Möglichkeit, über stille Beteiligungen relativ einfach einmal das erste Geld zu bekommen, nachrangiges Darlehen sozusagen, welches dann wieder als Eigenkapital dienen kann, wo dann die Steiermärkische dementsprechend sich leichter tut zu finanzieren. Auch die AWS österreichweit finanziert solche Modelle eben mit nachrangigen Darlehen. Also wir sind in Österreich und speziell in der Steiermark nicht so schlecht aufgestellt. Es ist natürlich auch die Pflicht für Jungunternehmen, Ihnen sage ich jetzt auch ganz offen, und für Startups, dass sie sich ein bisschen damit beschäftigen, wie kann ich den ersten Schritt gehen. Also nicht nur anzunehmen, ich mache einen tollen Businessplan und der andere wird finanziert, das ist relativ kurz gegriffen, sondern mit den Möglichkeiten, die man hat, kann man die ersten Schritte schon einmal gehen. Das ist das, was ich damit sagen möchte. Also, und dann eben, wie der Herr Mössler richtig sagt, erst danach kann man sich über das echte Wagniskapital Gedanken machen, ob man jetzt Mitgesellschaft an Bord holt. Und zu Ihrer Frage bezüglich der Sterberate, wenn ich das sagen darf, die Statistik lügt ein wenig. Das heißt, wenn ich als Einzelunternehmer starte und ich gründe dann um in eine GmbH, dann stirbt das Einzelunternehmer. Heißt auf gut Deutsch, es stirbt jemand, der ja gar nicht stirbt. Das machen wir jetzt ein bisschen in Richtung Religion. Es gibt eine Wiederauferstehung als GmbH dementsprechend, aber das spiegelt es dann in den Zahlen nicht eindeutig wieder. Umgründungen, auch Übernahmen könnten ein Thema sein. Das heißt, wenn ein Startup dann übernommen wird und verschmilzt mit einem anderen, ist es automatisch das eine ja dann gestorben. Aber es gibt es in einer anderen Form dann wieder. Also die Zahlen sollte man nicht eins zu eins übernehmen, will ich damit sagen. Und was tun Sie, dass nicht der Folgeschmerz verkraftet wird? Es ist immer die Frage, ob der Folgeschmerz dann so groß ist, sage ich Ihnen ganz offen, weil da kommen wir jetzt wieder auf, es sind oft Hochtechnologiegründungen mit hochintelligenten, gut ausgebildeten Leuten. Das heißt, wenn da jemand der TU-Absolvent sagt, er nutzt jetzt die ersten Monate, Jahre nach seiner Zeit, nach dem Studium, um eine Firma zu gründen und er schafft es dann nicht, dann geht er höchstwahrscheinlich dann
in Unternehmen hat ein Top-Gehalt, also es trifft ihn weniger hart, als es vielleicht klingt. Also das muss ich auch ganz offen sagen, das heißt, diese Gründungen werden ja auch oft gefördert und unterstützt, das heißt, das ist ja fast einfach einmal Training on the Job quasi. Und wenn man nach einem Jahr sieht, okay, es funktioniert nicht, kann man abstellen, dann geht man in ein Angestelltenverhältnis und bringt dort sein Wissen ein, hat aber den Vorteil, dass man schon einmal als Unternehmer gedacht hat und das ist ein Mehrwert, den sich Unternehmer nur wünschen können. Gut, wenn es das gewesen sein sollte, dann nehme ich das eine Wort Wiederauferstehung auf, nicht wieder, sondern dann lade ich Sie ein, aufzustehen. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei der Dame, bei dem Herrn Podium für die angeregte Diskussion oder für die sehr ausgeprägte Information, die Sie uns haben zukommen lassen. Sie werden jetzt noch alle da bleiben, wie auch Sie. Wir laden Sie herzlich dazu ein, jetzt zum eigentlichen Teil der Einladung zum Presse- und Medien- und Partnerfrühstück zu kommen, zu gelangen. Bitte greifen Sie zu und seien Sie noch ein bisschen hier in der Aula zu Gast. Danke fürs Kommen und dann noch einen schönen Tag und alles Gute. Danke vielmals. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.